Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch meine jetzigen Top 5 Ladder Decks vorstellen. Es ist Season End, beziehungsweise es geht Richtung Season End. Die letzte Woche ist am Start. Wir gucken einfach mal ganz kurz rein. Wie lange ist es noch? Es sind noch 5 Tage. Das heißt, es könnte sein, dass sich in den letzten Tagen noch vieles verändert. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, ich lade das Video auch heute hoch, sind das meine Top 5 Decks. Deck Nummer 1, das Riesenskelett-Ballon-Deck. Dieses Deck hat man vor allem am Anfang, wo Fischer stark wurde, sehr, sehr oft gesehen. Dann ist es ein bisschen untergetaucht. Jetzt ist es wieder stärker. Es wird vor allem mit den Skeletten gespielt, nicht mit dem Heal. Geist, fand ich es interessant, hat sehr gut funktioniert. Deck Nummer 2, Royal Giant, Royal Recruits. Es ist sehr verrückt, ich spiele es sehr gerne, ich spiele sowieso 5 verschiedene Decks. Ich würde dieses Deck zum Beispiel niemals one-tricken, aber es ist auch ganz kurz Abwechslung, man kann damit Gegner auch sehr gut überraschen. Deck Nummer 3, ein selbstgebautes Deck, was ich gestern mal ein bisschen anhand der Winrate und der gespielten Karten einfach gebaut habe. Hat sehr gut funktioniert, keine Ahnung, ist ein Random Deck, das ist wahrscheinlich das, was ich am wenigsten euch empfehlen kann, weil ich es am wenigsten bis jetzt gespielt habe. Deck Nummer 4 ist das ganz normale Royal Recruit Ballon Deck, was ihr kennt mit Lumberjack und dem Fischer. Und dann Royal Giant mit Barber Eos, das ist die Favorite-Variante von mir bei Royal Giant. Mit diesen Decks werden wir jetzt abwechselnd spielen und mit jedem Deck werde ich euch dann ein Game als Highlight hochladen und zusammenschneiden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Vergesst natürlich nicht, Creator-Code Flobby im Shop einzugeben, falls ihr was im Shop holt, und wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da. Let's go. Ein X2-Spieler, der wartet bis Doppel-X-Spieler, habe ich noch nie gesehen, glaube ich. The fuck? So weird. English. I just said that it's weird for an X2 player to wait. Like, I kind of never saw an X2-Spieler waiting until Doppel-X-Spieler. What the fuck? And I probably would have won if I didn't wait. But I was brain AFK. Oh. Nicht gut. Er hat so viel Glück gehabt in der Interaktion gerade. Schade, Mann. Die Rekruten sind auf jeden Fall gut. Dann kann ich nur eine Barbarenhütte setzen. Das wäre das Einzige, was ich nicht saven könnte. Oder ein Edrin, oder wird der Edrin reich? Ich bin mir nicht sicher. Oh, er hat nicht viel Elixier. Er hat nicht viel Elixier. Ich glaube, er hat ein Problem. Also, er hat auf gar keinen Fall genug für eine Barbarenhütte, aber. Er hat auch allgemein kaum Elixier, oder? Wenn das der Tower ist, wäre er extrem heftig für uns. Er lässt es komplett durchlaufen, okay. Nee, hä? Was ist das denn? Das ist ja aber gar nicht gut gewesen. Hä? Jetzt hat er 0 Elixier. Okay, warte mal. Hä? Das war ja übel bad von ihm. Hä, das war ja übelst bad von ihm. Der will den nächsten bringen. Und der nächste Hütte. Der Turm ist aber down. Ist das gut von ihm, so auf Kampf hier gerade diesen Turm zu verteidigen? Ich bin mir sicher, ich glaube eher nicht. Fische. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Junge, wie wenig Elixier hat er? Barbarell, wir haben es, oder nicht? Wie will er das jetzt verteidigen? Ja, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Sehr schönes Game. Sehr schönes Game. Elixier Golem haben wir auf jeden Fall rasiert. Das war irgendwie ein weirdes Game, aber irgendwie haben wir es entspannt gewonnen. Wir spielen mit Snowball, auch wenn ich es eigentlich nicht. Wird es komplett unnötig, ist auch ein Heal-Spirit, aber wir machen es einfach. Fischer, wir machen auch. Das ist jetzt mein verrücktes Deck, Chat. Das ist jetzt mein verrücktes Deck. Das ist jetzt quasi so ein selbstgebautes, eine eigene Variante, die nicht so richtig proofed ist, sondern die ich eher einfach gestern probiert habe und die gut funktioniert hat.
Also die anderen Decks kann ich euch zu 100% empfehlen, alles. Das ist auch true, die sind alle nice. Aber bei der Variante hier ist es eher so. Oh, warte mal. Die Dragons sind komplett dran. Er hat kein Elixier. Er hat absolut kein Elixier. Holy shit, das ist so viel Damage. Und ich weiß nicht, ob der EU schlau von ihm war. Weil jetzt kann ich einfach einen halb hohen Baby Dragon setzen. Und der killt jetzt den Eus und dann noch den Fischer mit. Das ist halt so gut, weil ich hätte sonst kaum Elixier gehabt, das zu verteidigen. Und der Baby Dragon, der vernascht halt komplett diesen Level 12 Fischer. Holy shit. Und wir haben übelst guten Damage bekommen schon. Er fällt den Kite. Oh, das ist so gut. Jede Interaktion, wo wir Damage kriegen. Wir haben keine richtige Win Condition. Wir haben halt den Miner drin in dem Deck. Es ist ein sehr verrücktes Deck. Aber ja. WTF Level 12 Fischer. Ja, vielleicht hat er auch missklickt. Also vielleicht wollte er gerade gar nicht suchen. Vielleicht war das gar nicht beabsichtigt, dass er in den Game geht. Ich weiß es nicht. Oh, bitte lass nicht den Fischer ziehen. Okay, schade. Das war genau das, was ich nicht wollte, aber egal. Wir bringen meine rein. Oh, die gehen auch mit rüber. Das ist nice. Jetzt tankt er noch. Oh, ja. Das ist nice. Wir können gleich einen geilen Snowball bringen. Ah, können wir eigentlich nicht. Können wir gerade auf. Wir müssen den Hunter connecten lassen. Und bringen dann Baby Dragon. Vielleicht wäre ein Skelett Dragon besser gewesen. Ich weiß es nicht. Aber wir bringen Baby Dragon. Ich denke mal, er wird jetzt versuchen, mit Skelette das Ganze zu verteidigen. Oder er macht so einen, ja. Gut gemacht oder predict, okay. Das heißt, wir werden jetzt auch nicht, oder wir werden extrem viel Damage bekommen. Ich muss wieder einen Hunter bringen, oder einen Eos, ja, nochmal. Ich wollte wohl irgendwas anderes machen. Boah, es wird schwierig, jetzt gleich das zu verteidigen. Muss ich schon sagen. Das wird nicht einfach werden. Interessanter Fischer. Musketier. Dingens. Fischer. Das wird auf jeden Fall Damage werden. Das war aber zu viel Damage von ihm. War ja viel zu viel Damage von ihm. Oh mein Gott, wie viel Damage ist das? Holy shit. Das war nicht so gut. Feuerball bringt er. Das ist teuer. Das ist teuer für ihn. Gute Defense von ihm. Leichte Defense aber. Ich weiß ja nicht so richtig. Oh, der Fischer ist dran, der Fischer ist dran. Oh Junge, das hat sich so gut angefühlt, der Sieg. Junge, ich weiß auch nicht. Mal dann hinten. Er schreibt. Warte mal. Ja, ich kann gerade nicht. Ich muss mal kurz, ich bin gerade lost. Oh, der Hegas könnte nice sein. Oh ja, der Hegas ist nice. Okay. Was hat er geschrieben? Och nee, FL-Auslösung, ich war nicht da. Nee, das war anders. Das war nicht heute, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was hast du geschrieben? Was hast du geschrieben? Kein Hit, bitte. Oh, schade. Ach Mann, ich muss mich gerade aufs Game konzentrieren. Ich will aber jetzt den Chat gucken. Mann! Ich will die FL, wer hätte es gedacht? Hast du es geschrieben? Hast du das geschrieben? Genau so? Keine Ahnung, ich erinnere nur deinen Namen, dass du vor dem geschrieben hättest, so, yo, ich gewinne heute die FL oder ich will die FL heute gewinnen. Und jetzt bist du tatsächlich der Gewinner. Auch du, Dark Knight, also dann einmal Ausrufezeichen in den Chat. Bei dir weiß ich etwas Interesse. Junge, es ist so nervig, diese Kack-Matches hier. So eine räudige Scheiße, Mann. Er hat auch so viel Glück mit seinen. Ich
Hat das predicted? Hätte gerade Feuerball werfen sollen. Wie nice war das Sparkle, bitte. Der Expo ist es nicht. Ja, okay. Sehr gut. Wir gehen rein. Ja, ich hätte ihn aggressiver setzen sollen. Ja, das war schlecht von mir. Ah, Barber ist dran. Barber ist dran. Ah, die ist nicht dran. Oh, jetzt ist Royal Dine dran. Ja, wir kriegen Damage. Wir kriegen Damage. Mir ist gar nicht aufgefallen, wie viel Damage wir eigentlich gemacht haben. Wir haben eigentlich sogar echt ordentlich Damage gemacht. Holy shit. Den misplayed oder ist der richtig geplayed? Er hat komplett gefailt letzte Woche. Er hat komplett gefailt. Wichtig, wichtig, das sollten wir gewonnen haben. Das sollten wir jetzt gewonnen haben. Er hat aufgegeben. Er hat wegen diesem Misplay aufgegeben. Let's go. Schönes Match. Schönes Match. Ich glaube, er hat den Royal Giant nicht getroffen oder so mit dem Nado und das hat ihm halt das Genick gebrochen. So, gegen Nova Chang ist jetzt hier. Mit diesem Ballondeck. Riesenskelett hier erstmal im Stissel. Was macht jetzt hier Nova Jenks? Was macht hier Nova Jenks und was spielt er vor allem für ein Deck? Er spielt mit dem Fernweg. Wir machen jetzt hier den hier. Der kann nice sein in einigen Situationen. In der Situation könnte es ein guter Play gewesen sein. Wir bringen jetzt hier den Ballon. Er kann jetzt nämlich kein Gebäude oder so dahin bringen, weil da jetzt die Bombe platzt. Das ist nice. Wir aktivieren den King Tower. Wenn das denn klappt. Sollte aber eigentlich klappen bei den Los. Klappt nicht leider. Klappt leider nicht. Ärgerlich. Ich weiß nicht, ob es minimal vom Timing falsch war. Man kann auf jeden Fall gegen den Ghost King aktivieren. Es muss nur vom Timing und vom Positioning stimmen. Hat leider gerade nicht gestimmt. Ärgerlich. Hätte mich jetzt hier gefreut, weil das wäre eine super, super gute Situation gewesen. Aber auch so sieht es sehr, sehr gut für uns aus. Und ich glaube, der Fischer könnte sogar noch nicht kriegen. Ne, kriegt er nicht. Schade. Zwei Hitzschmerzen. Aber der Miner wird auf jeden Fall hier komplett Damage bekommen im Tower. Nehmen wir hier den hier. Machen hier noch den Fischer. Spielen die Skelette. Damit unser Hunter überlebt. Auch wenn das jetzt nicht viel Auswirkung hat, da er jetzt ja eh down geht wird. Ich würde sagen, wir bringen sogar nochmal die Minions, weil er wird vermutlich eine Banditin spielen. Ja, und genau diese Banditin wollten wir hier abfangen. Und das ist auf jeden Fall gut für uns. Ich würde sagen, wir bringen jetzt sogar noch einen Miner, falls er noch was macht. Ja, der Miner war nicht so nice. Das Nobel brauchen wir nicht. Das ist eh nur ein Hawk Rider Hit und es sieht ganz gut aus für uns. Okay. Jetzt weiter konzentriert spielen und dann holen wir das Ding. Gerade ein, zwei kleine Fehler gemacht. Die dürfen uns jetzt nicht passieren, wenn wir das Game hier gewinnen wollen. Oh, das ist mega Ritter. Okay. Krass. Wir haben halt jetzt ein Riesenskelett. Das kitet halt alles weg. Ne? Okay, es kitet nicht alles weg. Schade aber auch. Snowball. Oh mein Gott, das Riesenskelett. Das Riesenskelett. Es ist am Turm. Und das sind beide. Oh, Doppelbombe. Boom. Let's go, Tower Dog. Das ist ja übelst nice. Holy shit, wie nice ist Doppelbombe. Wie nice ist Doppelbombe. Ich fass es nicht. Wie nice. Habt ihr das gesehen, Chat? Das war übelst geil. Hä? Hör auf jetzt. Ich hab gewonnen. Klau mir jetzt nicht noch die Ehre. Okay, haben gewonnen. Einer, der nicht Mod ist. Holy fuck. Ich liebe es immer, wenn die Auslosung einfach so nice ist.
Nee, er spielt drei Musketiere, ich fasse es nicht. Och Mann, ich habe mit Pekka gerechnet. Ach, mit den drei Ach Junge, das Glück ist mit den Doofen. Was war das für nice, oder? What the fuck? War das nice, dass er zurückgesprungen ist, oder war es schlecht für uns? Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Er will King zu aktivieren, oder? Nee, er hat doch gar keinen Fischer, was will er denn? Nee. Komischer Typ. Ja, perfekt. War gut für uns die Interaktion. Er hat keinen Loon. Okay, warte mal. Jetzt hat er gleich wieder Hunter am Cycle, oder? Er wollte Pressure, damit ich keinen Loon bringe. Wir machen jetzt einen Loon. Hat er wieder Hunter am Cycle, dann haben wir ein Problem. Wenn er keinen Hunter hat, ist nice. Wenn er einen Hunter hat, richtig schlecht. Aber wieso hat er den denn schon wieder? Das macht auch keinen Sinn. Er hat eine Karte gefühlt gecycelt und hat Hunter wieder am Cycle. Das macht null Sinn. So weird das Game gerade. Ritter. Das könnte jetzt nice werden. Das ist nicht gut von ihm. Er hat so ein Problem jetzt. Holy shit, wie will er diesen Push eigentlich verteidigen? Frag ich mich gerade mal so. Ah, er kriegt sogar verteidigt. Also. Verliert noch nicht sein Tor. Hätte gedacht, es ist vorbei. Mega Ratte hinten links. Nein, das wollte ich nicht. Ich hab so hart mistickt. Sofort ein Stick, das wollte ich überhaupt nicht machen. Egal, da musst du Felix hier links verwenden, ja, das geht klar. Ja, das war's. Da hat er nicht viel Chancen gehabt.